Guten Tag, liebe Leserin, liebe Leser, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erst einmal einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Leider kann ich das nicht direkt an die Facebook-Leser richten, denn dort bin ich seit gestern 22:30 Uhr wieder einmal gesperrt. Jetzt sind, muss ich mal kurz schauen, ja, so rund 14,5 Stunden vorbei, seitdem ich natürlich wie immer auch Widerspruch gegen die Sperre eingelegt habe. Mal schauen, das letzte Mal hat 26,5 Stunden gedauert, bis in dem Fall die positive Nachricht kam, dass mein Einspruch angenommen worden ist. Mal schauen, wie lange es diesmal dauert, bis eine Entscheidung fällt. Und ob ich diesmal, und das ist bemerkenswert, bis jetzt waren es ja immer volle 30 Tage, diesmal haben sie nur 7 Tage Sperre auferlegt, dann vorbei sind, dahingehend fair vielleicht noch bei Facebook ist und meine Videos bei VK.com oder bei YouTube verfolgt, kann das seinen Leuten in der Freundesliste mitteilen. Und nochmal die Empfehlung, einfach mal bei YouTube nachzuschauen, wenn man weiterhin die Geschichtsvideos komplett verfolgen will. Beziehungsweise noch besser, sich einen VK.com-Account zu erstellen. Dazu muss man ja nicht den Facebook-Account löschen, um nach wie vor seine Kontakte dort zu halten. So, man kann ja auf beiden Augen sehen, denn nicht wie ZDF sagt, auf dem zweiten sieht man besser, sondern auf beiden sieht man besser. Ja, warum bin ich gelöscht worden, bevor ich loslege mit der 245. Geschichtsstunde? Weil natürlich wieder mal die Frau Merkel im Rahmen dieses Holocaust-Gedenktages zu einem Kampf gegen Hass und Hetze aufruft, aber natürlich ist es so, dass ja gerade diese Dame die größte Hetzerin mit ihren zionistischen Freunden wie Knobloch und Co. sind, die laufen, die Leute spalten und gegeneinander aufhetzen. Das wird dabei vergessen. Ich sage nur ein Beispiel, wenn wahrscheinlich sind es wieder diese identitäre Bewegung, so im sächsischen Raum, Görlitz, Bautzen etc. momentan Kreuze aufstellt, um an tote Deutsche zu erinnern, die durch die Migrationspolitik dieser Dame, die uns verbieten will, das anzusprechen, und das als Hass tituliert, zu Tode gekommen sind, wird das kriminalisiert. Ganz fett dabei sind solche Leute wie Kramer, Linksextremisten wie Hoff, solche rot-links-grünen Hampelmänner wie ein Herr, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hangendorn, nee, Haugendorn, ach, der Name fällt mir schon gar nicht mehr ein, ne? Weißt du, wen ich meine? Auf jeden Fall, das ist kriminell. Also, wenn Deutsche irgendwo nur den Ansatz versuchen, an tote Deutsche zu erinnern, die mit Politik zusammenhängen und die hängen mit Politik zusammen, dann ist das kriminell. Aber wir müssen uns jeden einzelnen Toten, Türken, Araber, Juden oder sonstiges täglich aufs Brot schmieren lassen. Wir müssen uns das jeden Tag über uns ergehen lassen, damit wir wieder weiterhin schön das tun, was halt Leute tun, die psychisch zum Selbstmord erzogen werden, an ihrem eigenen Selbstmord zu arbeiten. Bezug nehmend hatte ich das natürlich auch gemacht auf dieses Ereignis in Nürnberg, wo man wieder diese menschenfeindliche Diktatur deutlich erkennen kann, wo zwei junge Leute, 16 Jahre, unter eine S-Bahn gestoßen worden sind von einem Türken und einem Griechen und das den ja, naiven deutschen seriösen Medienzuschauern verkauft wurde als ein vor die S-Bahn fallen, ne? Also es ist schon makaber, dass solche Leute immer von Menschlichkeit, Humanität, Zusammenhalt und all diese hohen Worte sprechen,
die selber die schlimmsten Verbrecher sind, indem sie nämlich solche Leute im Prinzip zu solchen Taten motivieren, weil die ja immer wieder merken, egal was wir tun, wir werden immer wieder in Schutz genommen. Aber wenn jetzt die zwei Deutschen vorher schneller gewesen wären und hätten den Türken und den Griechen ins S-Bahn-Gleis gestoßen und die wären gestorben, das wäre durch alle Medien gegangen und da wäre wieder das in Bezug genommen auf die Hetze der AfD, der Linken, der Rechten auf den Straßen, Pegida und alles hätten sie in einen Topf geschmissen und hätten gesagt, die sind dran schuld, dass diese zwei, dass dieser Türke und Grieche gestorben wäre. Und wenn das verboten ist bei Facebook, dann ist einfach nur die Wahrheit und Anstand verboten bei Facebook. Und dann solltet ihr mal ganz schnell wie nennt sich aber Benimmregeln noch, Geschäftsbedingungen oder was weiß ich, wie das jetzt heißt, mir fällt es immer nicht ein, dieses merkwürdige Wort, ganz schnell überarbeiten, denn die sind unanständig, einfach unanständig. Ne? Ja, das war der Grund, warum ich gesperrt worden bin. Das wollte ich nochmal rübergeben, damit es auch jeder weiß. Wie gesagt, es ist einfach so, wenn man Taten von Leuten versucht zu beschönigen, unter den Tisch zu kehren, werden die natürlich immer wieder motiviert dazu weiterzumachen. Das war in der Geschichte schon immer so und deswegen ist Frau Merkel die Hetzerin und nicht diejenigen, die sie immer der Hetze bezichtigt, weil indem sie diese Wertung macht, hetzt sie nämlich schon. In ihrem Aufrufen gegen Hetze und Hass steckt eigentlich schon wieder Hetze und Hass drin, nämlich gegen uns Deutsche. Frau Merkel, wir sehen immer, von wem sie die Preise bekommen, dann wissen wir auch, von wem sie geleitet sind. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, das war's dazu als kleines Vorwort. Politisch hatte ich jetzt, bin ich ja jetzt schon mal immerhin bis Samstag letzte Woche durchgekommen. Da habe ich alles dazu gesagt und was so in dieser Woche passiert ist, sind eigentlich nur Wiederholungen von dessen, was schon die ganze Zeit läuft. Muss man jetzt nichts Zusätzliches extra betonen. Was da noch passiert ist, das werden wir noch in den Kommentaren und Meldungen erfahren, zumindest die Leute bei VK kommen. Ob es bei Facebook der Fall ist, werden wir sehen in den nächsten, gehe ich mal von aus, 12, 13, 14 Stunden. Ja. Gestern hatten wir geendet mit dem tollen Fokus Diktatoren und Demokraten, wo wieder gewertet worden ist, wer hier Diktator und wer Demokrat ist. Heute geht es weiter mit dem letzten Teil aus diesem Band aus dem Jahre 1945, weil wie gesagt, es wird dann im neuen Band auch noch ein paar Teile aus dem Jahre 1945 geben. Und dann haben wir die chronologischen Abfolgen in diesem Band erstmal beendet und es kommen dann die Biografien. Und heute geht es weiter. Muss ich mal schauen. Ja, das sind zwei Randbemerkungen vom selben Tag. Da nehme ich die gleich weg. Da haben wir sie schon erledigt. Und zwar 7. Mai 1945. Das deutsche U-Boot U-2336 oder auch 2336 unter dem Kommando von Oberstleutnant zur See Stefan Klusmeier versenkt vor der schottischen Küste zwei britische Frachtschiffe. Es ist der letzte erfolgreiche Angriff der deutschen Kriegsmarine. Und am selben Tag, unmittelbar vor und nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reichs, versuchen Reste der Wehrmacht, sich nach Westen abzusetzen und auf diese Weise der Gefangennahme durch die Rote Armee zu entgehen. Und da kommen wir zu dem, was hier schon angesprochen worden ist. 7. Mai 1945. Deutschland unterzeichnet Gesamtkapitulation. In der westfranzösischen Stadt Rahm sitzt das Hauptquartier des Oberbefehlshabers der alliierten Streitkräfte in Europa. General Dwight D. Point Eisenhower unterzeichnen Generaloberst, das muss ich nochmal lesen, nochmal, in der westfranzösischen Stadt Rahm sitzt des Hauptquartiers des Oberbefehlshabers der alliierten Streitkräfte in Europa, General Dwight D. Point Eisenhower, unterzeichnen Generaloberst Alfred Jodl, in Klammern Heer, Klammer zu, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg, in Klammern Marine, Klammer zu, und General Wilhelm Oxenius,
in Klammern Luftwaffe, Klammer zu, die bedingungslose deutsche Gesamtkapitulation. Die Kapitulation soll am 8. Mai um 23:01 mitteleuropäischer Zeit in Kraft treten. Am 5. Mai war Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg in Rom eingetroffen. Er sollte versuchen, eine Teilkapitulation gegenüber den Westalliierten auszuhandeln. Dadurch wären weitere Flüchtlingstransporte aus dem Osten gewährleistet gewesen. Große Teile der an der Ostfront stehenden deutschen Verbände hätten sich nach Westen durchschlagen, der Gefangennahme durch die Rote Armee entgehen und sich den Westalliierten ergeben können. Und da haben wir ein Bild dazu. Erlösendes Ende des Krieges. Generaloberst Alfred Jodl bei der ersten Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde in Rom. Was steht da? Erlösendes Ende des Krieges. Es mag zwar sein, dass man natürlich erlöst war, dass der Krieg beendet war, aber für uns war es keine Erlösung, sondern Gang in die Knechtschaft, die bis heute andauert, was wir auch wieder erleben konnten in den Ausführungen des Herrn Broder vor der AfD-Fraktion, wo uns wieder dieser Herr vorschreiben wollte, welche Deutschen die Guten sind und welche Deutschen die Schlechten sind und welche Deutsche sich in der deutschen Politik einmischen dürfen und welche nicht. Und das werde ich nicht akzeptieren. In unserem Land entscheiden einzig und allein wir, wer in der Politik was sagen darf und wer nicht. Und kein Herr Broder oder sonst wer. Ja. Weiter geht's mit der nächsten Unterüberschrift. Eisenhower bleibt hart. General Eisenhower weigerte sich, mit den Deutschen zu verhandeln. Er beauftragte seinen Stabschef, General Bedell Smith, die Kapitulationsbedingungen Generaladmiral von Friedeburg mitzuteilen. Sämtliche deutschen Verbände sollten stehen bleiben, ihre Waffen niederlegen und sich in Gefangenschaft begeben. Von Friedeburg ließ den neuen Reichspräsidenten, Großadmiral Karl Dönitz, von den Forderungen der Alliierten unterrichten. Dönitz, der die Bedingungen als unannehmbar bezeichnete, schickte Generaloberst Alfred Jodl nach Rom, um klarzumachen, weshalb eine Gesamtkapitulation unmöglich ist. General Eisenhower war jedoch nicht bereit zu verhandeln und ließ Jodl am Abend des 6. Mai ausrichten, er verlange die sofortige Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation. Jodl hätte eine halbe Stunde Bedenkzeit. Wenn er ablehnte, würde der Bombenkrieg wieder aufgenommen. Ja, genauso wie sie es heute beim Brexit machen, unsere schönen Zionisten und ihre Kollaborateure. Kompromisse sind bei denen nur dann, wenn alles so angenommen wird, wie der Zionist das möchte. Und aus diesen Stunden kommt wieder oder geht deutlich daraus hervor, das, was schon mit der Kriegserklärung Frankreichs und Großbritanniens deutlich wurde am Anfang dieses damals noch europäischen Krieges. Man wollte nie und nimmer Frieden, man wollte die Vernichtung Deutschlands mit allen Mitteln durchsetzen. Und das hatte man an diesem Tage schon fast erreicht. Es fehlen nur noch 24 Stunden. Und da haben wir noch mal ein Bild. Zweite Unterzeichnung der Kapitulation durch Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. Nächste Unterüberschrift. Dönitz lenkt ein. Um 21:45 übermittelte Jodl das Ultimatum Eisenhowers über Funk an Dönitz. Zitat: Ich sehe keinen anderen Ausweg als Chaos oder Unterzeichnung. Zitat Ende. Dönitz, der den Funkspruch am 7. Mai um 0:15 erhielt, antwortete um 1:30, Zitat, Vollmacht zur Unterzeichnung, Punkt, 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 erteilt. Zitat Ende. Um 2:41 unterzeichnen die deutschen Militärs die bedingungslose Gesamtkapitulation. Die Führung der Roten Armee besteht jedoch auf einer Wiederholung der Unterzeichnungszeremonie, da sie sich in Rom nicht ausreichend repräsentiert sieht.
Am 9. Mai bekräftigt Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel die deutsche Niederlage in Berlin-Karlshorst und unterzeichnet eine weitere Kapitulationsurkunde. Das war das Bild, was ich schon gezeigt hatte. Und als letzte Unterüberschrift zu diesem Eintrag: Stunde Null beginnt. Als die alliierten Siegermächte über Rundfunk den Sieg verkünden, bricht in vielen Städten der Welt Jubel aus. Menschen laufen auf die Straßen und feiern gemeinsam das Kriegsende. In Deutschland beginnt die Stunde Null. Die Bevölkerung steht vor dem Nichts. Der Krieg hat die meisten Städte verwüstet. Viele Menschen müssen in Kellern hausen. Wirtschaft, Handel und Verkehr in den kommenden Jahren mühsam wieder aufgebaut werden. Tja, der Zionist hatte seine Hetze hatte sein Ziel erreicht. Deutschland war kaputt, so wie noch nie. Da war der 30-jährige Krieg ein Peanuts dagegen. Und nun konnte man mit scheinbaren Hilfen wieder richtig Geld verdienen. Denn da werden wir im nächsten Band noch drauf kommen, wie diese Leute, die uns mit Hetze überzogen haben und in den Krieg gezwungen haben, danach schön daran verdient haben, was heute immer wieder als der große Marshallplan verkauft wird und die Westdeutschen immer noch denken, dass ihnen was geschenkt worden wäre. Ne? Ja, vielleicht die Kaugummis, die sie runtergeschmissen haben, und die Schokolade. Das war vielleicht noch das Einzige, am Ende haben wir das wahrscheinlich auch noch selber finanziert. Ne? Zumindest die Westdeutschen. Wir haben an die Russen die eigentlichen Kriegsreparationen fast alleine geleistet. Weiter geht's mit dem 8. Mai 1945. Kriegsgefangenenlager überfüllt. Nach Inkrafttreten der bedingungslosen deutschen Gesamtkapitulation legen rund 7,5 Millionen Soldaten und sonstige Angehörige der deutschen Wehrmacht die Waffen nieder und begeben sich in alliierte Kriegsgefangenschaft. Allein die US-amerikanischen Streitkräfte nehmen etwa 3,8 Millionen deutsche Soldaten gefangen. Um die deutschen Soldaten internieren zu können, werden am Rhein und an der Nahe Massenlager errichtet. Diese sogenannten Rheinwiesenlager befinden sich auf großen, mit Stacheldraht umzäunten und streng bewachten Wiesen oder Äckern. Unterkünfte und Baracken gibt es nur für die US-amerikanischen Wachmannschaften. In den Lagern herrscht drangvolle Enge. Den Gefangenen stehen lediglich 5 Wasserzapfstellen zur Verfügung. Dadurch bilden sich Warteschlangen von bis zu 1000 Mann, die auf etwas Wasser hoffen. Auch die Lebensmittelversorgung in den Lagern ist katastrophal. Die mangelhafte Ernährung, der fehlende Schutz vor den Unbilden der Witterung sowie die mangelhaften hygienischen Verhältnisse in den Lagern begünstigen unter den Gefangenen die Verbreitung von Krankheiten und Seuchen. Um die Ordnung in den Camps zu gewährleisten, setzen die US-Amerikaner deutsche Lagerführer und eine deutsche Lagerpolizei ein. Oh, das waren bestimmt Kommunisten und Sozialdemokraten. Diese werden von den Gefangenen fast noch mehr gefürchtet als die US-Bewacher. Das waren solche wie Herr Maas. In den sowjetischen Gefangenenlagern herrschen ähnliche Verhältnisse. Von den dort inhaftierten deutschen Soldaten stirbt durchschnittlich jeder Hundertste infolge von Hunger oder Krankheit. Ein Teil der deutschen Soldaten in sowjetischer Kriegsgefangenschaft wird in die UdSSR gebracht und muss Zwangsarbeit in Steinbrüchen und Bergwerken leisten. Oh, bei uns war das ein Kriegsverbrechen, hier nicht. Na, wie gesagt, ich nehme aus, das war der einzige wirkliche Angriffskrieg und Überfall, den man so werten kann in diesem Krieg. Aber ja, wenn man sich das so durchliest, kommt noch ein Stückchen. In sowjetischen Kriegsgefangenenlagern kommen in der Folgezeit mindestens 1 Million deutsche Soldaten ums Leben. Interessant wieder hier die Hetze gegen Sowjets und Russen. Die vielen Millionen toten Deutschen in diesen Rheinwiesenlagern werden nicht zahlenmäßig bekannt gegeben, sondern natürlich nur die, die die Russen verschuldet haben. Und wenn wir uns hier anlesen, ist genau das, was ich gesagt habe zu den KZs und etc., gerade gegen Kriegsende, wo wir natürlich als erstes unsere eigene Existenz gesehen haben und nicht, was mit denen wird.
Und da haben wir die Leute noch besser behandelt, als sie diese Leute behandelt haben, dann in diesen Rheinwiesenlagern. Das muss ich das vorstellen. Tausende Leute, nur fünf Wasserzapfstellen, kein Dach und nichts. Wir haben den Leuten noch Baracken gebaut und sonst was, ne? Darüber soll nicht geredet werden. Das soll, wenn es geht, überhaupt nicht erwähnt werden. Das haben wir auch jetzt wieder in dieser Gedenkstunde zum Holocaust gesehen. Sobald da nur einer auch die deutschen Opfer erwähnt, da wird drauf reingeprügelt. Von FDP, von SPD, von CDU, von CSU, von Grünen und von Linken. Und das zeigt wieder, dass ihr keine menschlichen und demokratischen oder sonst was für Parteien seid, für das ihr euch immer verkauft. Ihr seid die schlimmsten Widerlinge, die auf der Welt rumlaufen. Ihr heuchelt immer Menschlichkeit. Dabei geht's euch nur darum, euer dreckiges System zu erhalten, sonst nichts, sonst nichts. Ihr seid die unmenschlichste Diktatur, die die Welt jemals erlebt hat, weil ihr heuchelt den Leuten Menschlichkeit vor, ne? Und in Wirklichkeit nehmt ihr sie aus bis aufs Blut und macht sie fertig, bis die Knochen kaputt sind. Wir sehen es hier in Deutschland, das Pflegeproblem. Das Pflegeproblem haben wir nicht, weil die Leute alt und krank sind, sondern liegt an diesem System, an diesem dreckigen, menschenfeindlichen, unmenschlichen System, was uns hier die Alliierten mit ihren Zionisten, Bolschewisten und Kommunisten nach dem Weltkrieg aufgezwungen haben. Und nicht nur Deutschland, sondern auch halb Europa, ne? Und das ist das Problem. Wenn das nicht wäre, hätten wir auch nicht so viele Pflegebedürftige. Und dann tun sie sich noch hinstellen und machen auf Gutmensch, wenn sie Todkranke inklusieren wollen. Nee, euch geht's nicht darum, dass die ihr Lebensinhalt bekommen. Euch geht's darum, dass selbst diese Leute noch für euch eure dreckigen Diäten arbeiten. Das ist der einzige Grund. Da werden Halbtote noch auf Arbeit geschickt, ne? Die man früher locker in Rente geschickt hätte. Ihr seid die schlimmsten Unmenschen, die jemals Deutschland regiert haben. Und dieser Tag, der jetzt kommt, das war keine Befreiung, das war der Anfang vom Ende der Menschlichkeit in Deutschland, auch wenn ihr den Leuten immer wieder was anderes erzählen wollt. Vor allem gegen die Deutschen. Bloß der Westdeutsche hat es nicht mitbekommen, weil man ihn mit bunten Kaugummis und Popmusik geködert hat. Ne? Ja. Und hier sehen wir auch wieder das Beispiel. Wie oft mussten wir uns jetzt in den letzten Tagen Bilder anschauen von den bösen Opfern, von den Opfern der bösen Nazis. Sehen wir hier ein Bild von abgemagerten deutschen Soldaten. Nichts, nichts. So läuft eure Propaganda. Deutsche Opfer dürfen nicht genannt werden. Das ist schlimmer als in der Zone. Dort war es ähnlich, aber hier ist es ja in diesem Staat, ist es ja noch schlimmer. Hier werden die Leute noch kriminalisiert und als Rechtsextreme hingestellt, die sich nicht nehmen lassen wollen, an auch diese Leute zu erinnern. Und dann werden Horden von kleinen Dummköpfen mobilisiert, die sich da jedes Mal hinstellen und gegen rechts demonstrieren. Ihr seid Schweinehunde der letzten größten Güte. Und es wird Zeit, dass die Leute das endlich erkennen und euch in der Politik ein Ende setzen, damit hier in Europa und auch in Deutschland endlich wieder Menschen regieren und keine Aasgeier. Und nun kommt der Tag, 8. Mai 1945. Millionen feiern Kriegsende, ja, die Zionisten, Kommunisten und Bolschewisten vor allen Dingen, die Zerstörer dieser Welt. In vielen Staaten Europas feiert die Bevölkerung die deutsche Gesamtkapitulation. In London versammeln sich rund 200.000 Menschen vor dem Buckingham-Palast, um ihrer Freude über den VE-Day in Klammern Victory in Europe, Klammer zu, Ausdruck zu verleihen. Die Menge ruft immer wieder nach der königlichen Familie, die sich zusammen mit dem Premierminister Winston Churchill achtmal auf dem Balkon des Palastes zeigt. Churchill wendet sich in einer kurzen Ansprache an die Menschenmenge. Zitat: Dies ist euer Sieg, es ist der Sieg der Freiheit in allen Ländern. In unserer langen Geschichte haben wir niemals einen großartigeren Tag erlebt als diesen. Zitat Ende. Ja, ihr Briten, ihr seht, was euch der Herr Churchill gebracht hat, wie es jetzt zugeht, wie sie euch euren Brexit kaputt machen wollen, diese Gauner. Na, die haben euch nicht befreit. Die haben euch nicht befreit, die haben euch keine gute Zukunft gebracht. Guckt an, wie die Miss Thatcher
eure ganze Industrie, eure Arbeiterschaft kaputt gemacht habt. Das waren eure Befreier, Leute. Das waren eure Befreier. Und befreit euch endlich mal von euren Befreiern. Dann sind wir vielleicht wirklich mal frei. Ne? In Paris feiert die Bevölkerung auf dem Champs-Élysées das Kriegsende. Unter den Klängen der Marseillaise jubeln Tausende General Charles de Gaulle zu, der während der deutschen Besatzung den französischen Widerstand organisierte. Da ist ja nun das beste Beispiel, wie euch eure Befreier heute mit schlimmsten Waffen beschießen, dass es sogar Tote gibt. Das Blut in Mengen fließt durch diesen blutrünstigen Schlächter von Paris namens Macron. Wahllos Leute verhaftet werden, die einfach nur auf die Straße gehen und sagen: Wir wollen diese Befreier nicht mehr. Wir wollen endlich frei sein. Wir wollen endlich uns selber befreien. Und das wird Zeit, dass die Völker Europas und dass die Deutschen endlich anfangen, sich selber zu befreien und nicht diese angeblichen Befreier weiter zu huldigen und in ihren Sesseln zu belassen. Raus aus unseren Parlamenten mit diesen Leuten, die nur eines im Sinn haben, die europäischen Völker gegeneinander zu hetzen und sie bis aufs Blut auszunehmen über Konstrukte wie diese Europäische Union, was schon eine Lüge in sich ist, weil mit Europäischer Union habt ihr überhaupt nichts zu tun. Da sehen wir durch eure Zwang der Islamisierung und Afrikanisierung dieses europäischen Kontinents. Ihr vergewaltigt diesen Kontinent. Ihr seid keine Europäer, auch wenn ihr es noch 100.000 Mal in euren Lügenmäulern verwendet, dieses Wort. Ihr seid Anti-Europäer höchster Güte. Ne? Hunderttausende Menschen säumen auch die Straßen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, wo britische Truppen eine Siegesparade abhalten. Auch in den USA feiern die Menschen das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Ja, guckt euch an, wie USA verarmt ist, auch durch Massenmigration und so weiter. Und wer sich dort immer die Taschen füllt, alles eure Befreier, ne? Eure Befreier. Amerika war mal frei, bis zum amerikanischen Bürgerkrieg. Danach war Schluss damit. Auf dem New Yorker Times Square tanzen und singen rund 150.000 Menschen bis tief in die Nacht, auch wenn im Südpazifik die Kriegshandlungen gegen Japan noch immer andauern. US-Präsident Harry S. Point Truman bilanziert, Entschuldigung, Zitat: Die Armeen der Befreiung haben jenen leidenden Völkern, deren Geist und Willen die Unterdrücker niemals versklaven konnten, die Freiheit wiedergegeben. Viel bleibt noch zu tun. Der im Westen errungene Sieg muss jetzt auch im Osten gewonnen werden. Zitat Ende. Wir sind die Armeen der Befreiung. Ich würde sagen, die Vietnamesen, die Iraker, die Syrer, die Afghanen. Und, die haben alle in den Folgejahren eure Armeen der Befreiung erlebt. Ihr habt so viele Länder verwüstet und kaputt gemacht. So viele Menschenleben auf dem Gewissen. Ihr Zionisten, Bolschewisten und Kommunisten aus vor allen Dingen USA, Frankreich und Großbritannien. Ihr wart keine Befreiung für die Welt. Ihr wart eine neue Versklavung, eine schlimmere Versklavung, als wir sie jemals in dieser Welt und vor allen Dingen in Europa erlebt haben. Ne? Und es wird Zeit, dass die Leute das endlich erkennen und sich nicht mehr von euren Hetzreden gegen die eigenen Bevölkerungen abhalten lassen, euch aus der Politik zu entsorgen, indem sie bei den Wahlen endlich ihre Kreuze an der richtigen Stelle setzen. Denn ihr seid die wahren Hetzer und Spalter unserer europäischen Völker und ihr lockt nur aus Geldgeilheit und Machtlust, Mordlust kann man schon sagen, Leute aus aller Welt nach Europa, damit sie euch die Taschen noch leichter füllen und hier ein Klima schaffen in diesem Kontinent, das jeden Tag Mord und Totschlag hervorbringt. Ihr wart keine Befreier. Dieser 8. Mai, der verdient nicht mehr gefeiert zu werden. Das sehen wir heute tagtäglich. Ja. Und hier haben wir noch ein Bild dazu. Damals jubelten sie noch. Heute werden sie von denen, die sie bejubelt haben, zusammengeschlagen, abgeschossen, weggesperrt etc.
Jubelnde Menschen versammeln sich in den Straßen von Paris, um den Sieg über Deutschland und das Ende des Zweiten Weltkriegs zu feiern. Jetzt hätte ich es bald vergessen. Ja. Sie feierten ihre nunmehr schon 74 Jahre lang andauernde Knechtschaft. Ausbeutung bis aufs Blut. Na, solange wie der Kommunismus noch geherrscht hat im Osten Europas und in Teilen der anderen Welt, der restlichen Welt, da hat man noch eine schöne Maske aufgesetzt, weil man erst diesen Gegner noch niederringen musste. Und jetzt kommen wir zum Fokus. Schreckensbilanz. Der Krieg ist zu Ende und hinterlässt Tod und Verwüstung. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Doch die Bilanz des Krieges ist erschütternd. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs kommen weltweit rund 55 Millionen Menschen, in Europa über 20 Millionen Soldaten und mehr als 15 Millionen Zivilisten ums Leben. Mehr als 7 Millionen Menschen sterben in den Vernichtungslagern des Dritten Reichs. Weite Teile Europas sind verwüstet, viele Menschen heimatlos. Oh, ich glaube, die Zahl, die jetzt Amerikaner, Franzosen und Briten seitdem Ende dieser Befreiung, seit dem Ende dieses Krieges und ihrer Befreiung in der ganzen Welt schon auf dem Gewissen haben, die dürfte die 55 Millionen schon langsam übersteigen. Die Zerstörung durch Luftkrieg, Kampfhandlungen und Terrorakte haben in Europa einen verwüsteten Kontinent hinterlassen. Besonders stark sind die Zerstörungen in Deutschland, der Sowjetunion und Polen, aber auch in China und Japan. Die deutschen Großstädte gleichen nach 4 Jahren Luftkrieg durch die alliierten Bomberverbände und 6-monatigen Bodenkämpfen Ruinenfeldern. 4/5 aller Städte, über 100.000 Einwohner, sind zerstört. 7,5 Millionen Menschen obdachlos. Die deutsche Industrie ist fast vollständig vernichtet und die Infrastruktur zusammengebrochen. Etwa 11 Millionen deutsche Soldaten sind in Kriegsgefangenschaft und fehlen vorerst für den Neuaufbau. Das Land ist nach der Kapitulation unfähig, sich selbst zu ernähren und bleibt noch für absehbare Zeit auf die Hilfe der alliierten Siegermächte angewiesen. Zudem geht rund ein Viertel der Staatsfläche verloren. Ja, das haben sich bis heute teuer bezahlen lassen. Man hat uns schön finanziert, um dieses kaputtgeschossene Land, von Zionistenhetze kaputtgeschossenes Land, wieder aufzubauen. Und jetzt wird es uns Stück für Stück weggenommen und verteilt an andere. Und auch unter anderem an Leute wie Herrn Broder. Ne? Ja, da haben wir noch ein Bild dazu. Millionen von Menschen sind durch die Zerstörung der Städte heimatlos geworden. Viele müssen wieder bei Null beginnen. So, ihr kleinen dummen Fotze, Entschuldigung, ich muss das Wort einfach mal so sagen, von diesen Gegenrechtsdemonstranten. So sah das Land aus, wo diese Leute für euch kleine Halunken wieder die Ärmel hochgekrempelt haben, um es wieder aufzubauen. Und die ihr heute beleidigt bis aufs Tiefste, indem ihr gegen Leute demonstriert, die deren Andenken in Ehren halten wollt. Ihr seid keine Gutmenschen. Was ich euch noch zugute halte, ihr seid ja alles nur kleine Dummköpfe, denen man den Kopf verwirrt hat in der Schule und in Universitäten. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr tut. Das ist das Problem, ne? Das ist das Problem. Die schlimmen Leute sind solche wie Frau Barley, wie Herr Maas, wie Frau Merkel, wie Herr Seehofer, wie Herr Söder, wie Herr Lindner, wie Herr Habeck, wie Frau Baerbock, wie Frau Pau und wie sie alle heißen. Habe ich noch jemanden vergessen? Die Linken habe ich, die FDP, die Grünen haben alle drin. Ihr wisst alle, wie die Namen alle heißen, die euch dazu instrumentalisieren, auf diese Leute mit Füßen zu treten. Ihr seid keine guten Menschen, wenn ihr euch auf die Straße stellt und Deutschland verrecke schreit. Ihr seid Dummköpfe erster Güte und zeigt, dass ihr null Bildung habt und zeigt, wie diese rot-links-grün von Zionisten angetriebene Bande dieses Land bildungsmäßig zerstört hat in den letzten 74 Jahren. Ne?
Hoher Blutzoll im Osten. Die schlimmsten Zerstörungen gab es in den Staaten Polen und Sowjetunion. Durch die brutale Germanisierungs- und Vernichtungspolitik der nationalsozialistischen Besatzung hat Polen etwa ein Fünftel seiner Bevölkerung verloren. Besonders die oberen gebildeten Schichten wurden von den Nationalsozialisten systematisch umgebracht. Die Metropolen sind durch die Kämpfe und die deutsche, Zitat, Strategie der verbrannten Erde, Klammer zu, nahezu vernichtet worden. Jetzt ist aber hier irgendwas falsch, ne? Die Strategie der verbrannten Erde, die hat eigentlich der Russe selber angewandt, wenn wir uns erinnern, um uns nichts zurückzulassen für einen Vormarsch, ne? Ja, gut, es wird halt immer wieder mal ein bisschen was verdreht, ne? Strategie der verbrannten Erde nahezu vernichtet wurden. Bereits während des Krieges gab es Vertreibung der polnischen Bevölkerung. Nun folgt die Westverschiebung. Das heißt, abermals müssen Polen von den nun zur UdSSR gehörenden Gebieten im Osten in die ehemals deutsche Gebiete umsiedeln, deutschen Gebiete umsiedeln. Ähnlich groß ist die Zerstörung in den westlichen, zeitweise durch die deutsche Wehrmacht besetzten Gebieten der UdSSR. Auch hier gab es Vertreibung und eine systematische Tötungspolitik gegenüber der Bevölkerung. Zudem wurden die gesamte Infrastruktur und Wirtschaft in den Gebieten beim Rückzug der deutschen Truppen zerstört. Ja, das haben wir ja umgekehrt dann genauso erlebt, wie kluge Köpfe entweder entführt worden sind in andere Länder, um dort ihre Raketen zu bauen, wie unsere Wirtschaft, die noch übrig war, verfrachtet wurde. Ich sage nur Jena Zeiss von Amerikanern versucht worden ist, nach Amerika, nach dem Westen, so in ihre Besatzungszone zu transportieren, wie systematisch alle Leute, die politisch auf der anderen Seite waren, getötet wurden. Wie gesagt, Krieg ist Krieg und da läuft das immer so. Bloß was bei uns als Kriegsverbrechen hingestellt wird, das ist bei den anderen immer Vergeltung, ne? Ja. Durch die alliierte Hilfe während des Krieges konnte die UdSSR aber im Ural und Sibirien neue Industriezentren errichten. Mit Hilfe der Demontagen in Deutschland werden nach Kriegsende in der westlichen UdSSR Produktionsstätten wieder aufgebaut. Ja, Deutschland ist nicht ganz richtig in der Ostzone, ne? Der Westen hat davon nichts mitbekommen. Dadurch erhöht sich die Produktivität innerhalb der nächsten Jahre auf ein höheres Niveau als zur Vorkriegszeit. Dennoch wirken die ungeheuren Verluste nach. Mit etwa 20 Millionen Menschen hat die UdSSR knapp 40% der Toten des Weltkriegs zu beklagen. Wie gesagt, bei den, was die Russen hier angestellt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, will ich nichts entschuldigen, aber da kann ich es noch verstehen. Aber was die Westalliierten angerichtet haben, auch wenn das alles schön bunt aussah und wie sie es heute immer noch mit uns treiben, denn die Russen waren ja wenigstens anständig, sind auch eine. Sind 1990 abgezogen. Das hat keinerlei Berechtigung. Ne? Weiter geht's mit der nächsten Unterüberschrift. Folgen im Westen. Während des deutschen Luftkriegs in den Jahren 1940 bis 1942 starben Zehntausende Briten und viele Industriestädte sowie insbesondere London wurden stark zerstört. Kein Land hat aber auch einen so hohen Mobilisierungsgrad erreicht, der durch die Verständigungspolitik Churchills gegenüber den Gewerkschaften ermöglicht wurde. Unter den westlichen Staaten hat Frankreich mit 800.000 Toten die höchsten Verluste an Menschen. Nur die Weigerung vieler deutscher Kommandeure, Hitlers Befehlen zur Sprengung ganzer Städte 1944 zu folgen, hat eine noch größere Vernichtung verhindert. Schwerwiegend wirkt sich die innere Spaltung durch Besatzungs- und Vichy-Zeit aus. Zehntausende Verfahren werden gegen tatsächliche und scheinbare Kollaborateure eingeleitet. Die USA gehen als unbestritten erste Weltmacht und einzige Atommacht aus dem Krieg hervor. Die Kriegskonjunktur hat endgültig die Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise beseitigt und deswegen musste Deutschland in den Krieg gezwungen werden, damit die USA nach oben kamen nach der Weltwirtschaftskrise, die sie selber ausgelöst hat, von wo sie kam. Obwohl das Land noch
obwohl das Land noch nicht einmal alle Ressourcen mobilisieren konnte. In großen Teilen der USA war vom Krieg nichts zu bemerken. Es gab kaum Angriffe auf US-amerikanisches Territorium. Durch den hohen Materialeinsatz in Klammern Safety First Klammer zu blieben die Verluste mit insgesamt 174.000 Toten vergleichsweise gering. Nahm ein Bild: US-Soldat in der zerstörten Fertigungshalle eines deutschen Rüstungsbetriebs. Ja, wie gesagt, man zeigt immer nur Material, keine toten Deutschen. Gottes Willen. Deutsche Opfer dürfen nicht vorkommen in der Weltgeschichte, nur in Zahlen, maximal. Ne? Und da haben wir noch zwei kurze Abschnitte von diesem Fokus, und dann sind wir durch. Atombomben auf Japan. Bereits seit 1937 tobte der chinesisch-japanische Krieg, der 1945 in den chinesischen Bürgerkrieg übergeht. Im Reich der Mitte wurden Millionen Menschen Opfer der japanischen Besatzungs- und Kriegspolitiker, die die Auseinandersetzung in Form eines Rassenkriegs führten. Ab 1944 wurde Japan selbst zum Ziel der alliierten Luftwaffe, die Tokio und viele andere Industrie- und Hafenstädte zerstörte. Der Höhepunkt des Luftkriegs wurde mit den Atombombenabwürfen über Nagasaki und Hiroshima erreicht. Insgesamt starben mindestens 1,8 Millionen Japaner während des Krieges. Mord an den Juden. Den höchsten Tribut zahlten jedoch die Angehörigen der jüdischen Religion. Die NS-Vernichtungsmaschinerie tötete etwa 6 Millionen Menschen und ermordete fast die gesamte jüdische Gemeinde auf dem europäischen Kontinent. Ja, wie gesagt, wie viele tote Vietnamesen der Herr Kissinger auf dem Gewissen hat, braucht man nicht mehr zu sagen. Er war der Kriegstreiber hinter Johnson und hinter vielen anderen Kriegen, wo solche Leute wie Herr Kissinger stehen. Mittlerweile, wenn man dann noch die ganzen Toten nach dem Zweiten Weltkrieg, deutschen Toten zusammenzählt, sehen so manche Zahlen noch ein bisschen anders aus. Ja, das war's. Wir sind durch diesen Band. Wie gesagt, es kommen noch die Bio, Moment, es kommen noch die Biografien, und ich bin heute hier und da mal etwas impulsiver und deutlicher geworden, weil es ist einfach so, es geht mir langsam sowas auf die Nerven, wenn man sich anschaut, was diese Befreier heute aus der Welt und vor allen Dingen aus unserem Kontinent und vor allen Dingen aus unserem Land gemacht haben, wo nur noch Schein ist und das Sein ganz anders aussieht, dann sage ich mal so, es nervt nur noch dieses ganze propagandistische Hochgejaule von der Befreiung etc. Man muss sich bloß anschauen, was in Frankreich los ist, wie alle europäischen Staaten da niederliegen, in Wirklichkeit wirtschaftlich, wie es den normalen Bevölkerungen schlecht geht, auch den Deutschen immer mehr, und die angeblichen Befreier sich ein fettes Leben machen, nach wie vor. Und wenn jemand sich dagegen erhebt und sagt, nichts da, wir wollen endlich wirklich frei sein und unser Leben leben wollen, wie wir das möchten und nicht wie es irgendwelche Zionisten wie Juncker und Co. in Brüssel als Hampelmänner vom Herrn Soros und Co. uns vorschreiben wollen, dann sind's Rechtsextreme, dann ist der Frieden bedroht. Leute, guckt euch doch mal um. Jetzt wird schon wieder der nächste Krieg vorbereitet in Venezuela von diesen Leuten der EU. In Jugoslawien gab es jahrelang Krieg, weil die EU dort sich eingemischt hat und weil die EU dort sich auf die Seite der Moslems gestellt hat. In Mazedonien kommt es vielleicht auch noch zu Krieg, weil sie dort einfach nur, damit Mazedonien in die EU und in die NATO eintreten kann, eine Namensumbenennung durchgezogen hat, gegen die beide Seiten der Bevölkerung war, sowohl die mazedonische Seite, dieses jetzt Nordmazedonien und die des griechischen Mazedoniens. In der Ukraine haben sie einen Krieg angeheizt. Ein Land, was kurz davor noch zusammen mit Polen eine Europameisterschaft durchgeführt hat, liegt heute in Schutt und Asche.
Eure scheiß EU ist kein Friedensprojekt. Ihr seid die schlimmsten Kriegstreiber und Kriegsverbrecher, die die Welt je gesehen hat. Und es wird Zeit, dass hoffentlich am 26. Mai die Leute erkennen, dass nicht die bösen Kriegstreiber jene sind, die diese Uhr zurückdrehen wollen, dieses angebliche Zusammengehabe, was in Wirklichkeit nur Gegeneinanderhetzen ist, und euch endlich mehrheitlich aus diesem EU-Parlament schmeißen und alle Gesetze, die diese, die Völker Europas knechten, Stück für Stück zurückdrehen, bis dann diese EU endlich ein Ende hat und eine neue Gemeinschaft in Europa entsteht, eine echte Gemeinschaft der Völker und nicht eine Gemeinschaft von dreckigen Hunden wie Soros, Juncker und Co. Ne? Das war's für heute. Nochmal kurzer Schluck Kaffee. Und dann verabschiede ich mich mit allen, mit den Worten, wie immer, halt die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao, ciao, euer Egon.